Der Karrierewahnsinn, Höhepunkt und damals herzlich willkommen hier zum 24-Stunden-Rennen von Carrera. Erstmalig auf einer digitalen Bahn und am Freitag 15 Uhr war hier schon ein Training. Da wurden mal eben locker 10.299 Testrunden absolviert und hier sehen wir es Samstagmorgen. Oben wird trainiert und unten wird geschraubt, denn um 8 Uhr war hier heute Morgen die Materialausgabe und nach den absolvierten Testrunden kam dann die Fahrzeugabnahme und hier das Fahrzeug vom Team Schwabenpower, welches hier von Axel Woltmann und Martin Münze hier genauestens unter die Lupe genommen wurde, genauso wie die anderen 5 Fahrzeuge. Es wurde hier geguckt, ob das Gewicht auch stimmt, ob alle Teile hier verbaut worden sind, die ins Fahrzeug gehören. Und der Schwerpunkt wurde geprüft und ob wirklich alles komplett ist. Anschließend erfolgte ein Briefing hier von Axel Woltmann bei wirklich sommerlichen Temperaturen hier in Otterndorf und hier die offizielle Begrüßung von Sabine. So, und nach dieser offiziellen Begrüßung ging es dann an die Strecke, wo die Teams dann dem offiziellen Start hier entgegenfieberten. Und alle Teams sind hier super gut gestartet. Die Pole Position ging an das Team Fanta 6, die Titelverteidiger sind und die den prominentesten Fahrer in ihren Reihen hier haben, nämlich Manuel Ratlinger, der amtierende Carrera-Weltmeister. Und hier sehen wir schon, wie die North Coast Lotter hier Schwabenpower zu dicht hier auf den Pelz rücken und schon die erste Verwarnung hier kassieren von der Rennleitung, denn hier gilt natürlich kontaktfreies Fahren beim 24-Stunden-Carrera-Rennen auf einer digitalen Bahn. Und die erste Stimme zu diesem Rennen können wir jetzt schon einfangen, nämlich jemand hier vom Team Schwabenpower. 24-Stunden-Carrera fahren ist eigentlich absoluter Wahnsinn. Aber trotzdem haben sie 36 gefunden, die diesen Wahnsinn auf sich genommen haben. Gut. Ja, und bei wirklich sommerlichen Temperaturen wurde hier schon am Anfang des Rennens um jede Position gefightet. Hier Fanta 6, dann Slot Fire Racing und dann kommen jetzt hier auf der Innenbahn gerade eben zu sehen Ruhrpott Action und außen die Gruftis und an Position 6 dann hier Schwabenpower, hier nochmal die Gruftis und hier ein Trio vorweg, North Coast Lotter dazwischen, dann Fanta 6 und zum Schluss Slot Fire Racing. Und wer also hier gedacht hat, dass selbst man auf dem stillen Örtchen hier bei der Slotter EGO mal Pause machen kann von Carrera, der wurde auch hier bitterböse enttäuscht, denn Carrera war hier an diesem Wochenende wirklich überall. So, und dann brach hier die Nacht herein, eine besondere Herausforderung hier für die Fahrer und natürlich für die Einsetzer und für die Techniker sowieso. Und wir haben hier noch eine Stimme, die sich hier nachts um 1 noch zum Interview bereit erklärte, nämlich Thomas hier vom Team Fanta. Bis drauf ankommt, ruhig bleiben. Das Rennen wird nicht in der ersten Minute entschieden oder in der ersten Stunde, sondern Zuverlässigkeit, nach Möglichkeit zu wenig und möglich rausfliegen. Und Glück natürlich auch, das Material hält beim richtigen Rennen genauso. Und wie habt ihr euch vorbereitet? Gar nicht. Was meinst du, bis das Fahren in der Nacht die Stunden geht, oder? Ja, geht schon, ist natürlich eine totale Umstellung. Nachtfahren ist immer was anderes, aber ich denke, man kann sich schon darauf einstellen. Okay, danke. Bitteschön. So, und jetzt sehen wir es gerade, wie hier ein Fahrzeug in die Box fährt zum Auftanken. Denn nur wenn das Fahrzeug in der Box ist, darf es hier von der Bahn genommen werden, so wie jetzt. Und entweder kommt es dann zu einem Fahrerwechsel oder halt, es wird gerade technisch überholt, denn auch die Motoren, die wurden hier
beim 24-Stunden-Rennen von Carrera richtig, richtig heiß. Da hat man sich wirklich hier die Finger dran verbrannt. Und wer seinen Tank hier komplett leer gefahren hat, hatte dann 3 Minuten Zeit, um das Fahrzeug wieder auf die Bahn zu setzen. Denn so lange dauerte hier der Boxenstopp dann, wenn das Fahrzeug voll aufgetankt worden ist. Die Techniker hatten auch alle Hände voll zu tun, genauso wie die Einsetzer. Und so manch einer hier, der konnte vor lauter Erschöpfung hier nicht mehr einsetzen und musste erstmal ein kleines Nickerchen einlegen, denn es war wirklich eine Strapaze hier, dieses Rennen, für alle Beteiligten. An viel Schlaf war hier wirklich nicht zu denken. Und so langsam kehrte dann auch hier wieder die Sonne ein in den Morgen und Otterndorf erwachte. Und wirklich ein tolles Highlight hier war dieser Zirkuswagen. Nein, da waren keine Artisten am Werk, sondern hier Hermann und Sven Olaf, die hier am Sonntagmorgen für alle Teams das Frühstück vorbereiteten, denn die Teams kannten natürlich kaum eine Pause. In den frühen Morgenstunden wurde natürlich dann hier noch weitergefahren, auch wenn einige hier schon nicht mehr konnten. Es ging hier wirklich noch darum, Positionen gut zu machen. Und hier haben wir noch weitere Stimmen hier von dem Team Ruhrport Action. Nettes, was ja. Für die Rempler? Nein, alles gut. War super hier. Genau. Schön. Unterkunft war super. Nette Leute. Hat Spaß gemacht. Komm gerne wieder. Genau, und komm wieder. Und dann versorgen wir den Arsch. Also mir das 24 Stunden super gefallen. Scheiße waren natürlich diese orangen und gelben T-Shirts, das muss man einfach mal sagen. Aber es ist in Ordnung. Ich würde gerne wiederkommen. Wenn ihr nochmal sowas macht in 12, 13 Jahren. So, und dann kam es hier zu den Schlussminuten sozusagen im Lauf. Und im frühen Morgen, da war es dann auch durch. Fanta 6 gewann hier das 24-Stunden-Rennen. In der Nacht hatten sie unheimlich viel Zeit gut gemacht, denn bis dahin führten noch so bis 1 Uhr die North Coast Lotter. Aber die hatten dann sozusagen das Nachsehen gegen die Routiniers. Und Fanta 6 gewann hier vor North Coast Lotter. Dann kam Slot Fire Racing. Der 4. Platz, zu diesem Zeitpunkt eigentlich auch schon so gut wie fest, der ging hier an die Gruftis. 5. wurde hier Ruhrport Action. Der 6. Platz ging hier an Schwabenpower. Und hier war das Rennen dann zu Ende um 12 Uhr am Sonntag. Und alle schienen sichtlich erleichtert und stärken sich dann anschließend erstmal bei einer kräftigen Mahlzeit, um hier sich nochmal auszutauschen über die letzten 12 Stunden, die wirklich ein Härtetest waren für Mensch und Material. Und hier sehen wir es dann, die Siegerehrung. Sabine nahm sie hier höchst persönlich vor. Und der 6. Platz hier ging hier an das Team Schwabenpower, die wirklich alles gegeben haben und auch wirklich toll gekämpft haben. Und sie hatten in Anführungsstrichen nur 148 Rennrunden Rückstand auf Ruhrport Action, denn bei diesem 24-Stunden-Rennen wurden insgesamt 29.070 Runden zurückgelegt. Im Vergleich, Fanta 6 hat 5.091 Runden hier zusammengefahren, also das schon wirklich eine beachtliche Geschichte. Und wir haben gerade eben das Team gesehen, Ruhrport Action, die haben 4.569 Runden zusammengefahren. Hier die Gruftis, die hatten 4.962 und Slot Fire Racing, die wir hier sehen, hatten 4.984 Rennrunden. Und die zweitplatzierten North Coast Slotter, die kamen dann auf 5043 Rennrunden. Und am Freitag wurde ja auch schon trainiert.
Da wurden auch nochmal einige Runden gefahren. Insgesamt wurden an diesem Wochenende auf dieser 44,68 Meter langen Bahn 1759 echte Kilometer hier zurückgelegt. Also wirklich eine beachtliche Geschichte. So, nun höre ich gerade, haben wir noch den amtierenden Carrera-Weltmeister noch zum Interview, der sich hier noch die Zeit für uns genommen hat vor seiner Siegerehrung. Also bei mir war es jetzt eh schon das vierte, fünfte 24-Stunden-Rennen von Carrera. Und ja, dadurch haben wir, denke ich mal, den Erfahrungsvorsprung vielleicht doch ein bisschen gehabt. Im Gegensatz zu den Heimteams, die ja eher ihren Heimvorteil hatten. Wir hatten den Erfahrungsvorteil für 24 Stunden. Am Anfang waren die Heimteams schneller, hinten raus haben wir dann doch gerade über Nacht dann unsere Erfahrung ausspielen können und hat ganz gut funktioniert. Also es war doch bis fast vom Ende ziemlich knapp noch. Ja, schönen Dank und herzlichen Glückwunsch auch von unserer Seite. Dankeschön. Grüße. Ja, und hier sind sie auch schon, das Team Fanta 6, Titelverteidiger und Sieger des 24-Stunden-Rennens von Carrera im Jahre 2014. Das erste Mal, dass es auf einer digitalen Bahn hier ausgetragen worden ist. Und ja, es gab wirklich nichts zu beanstanden hier. Lediglich einmal ist die Rennsoftware abgestürzt, Cockpit XP und dann sind noch zwei Weichen hier kaputt gegangen während des Rennens. Das ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass bei einigen Teams die Leitkiele dann wirklich zu spitz geworden sind und wurden nicht rechtzeitig ausgetauscht. Aber das wirklich nur minimal hier. Ich denke, alle hatten hier bei diesen sommerlichen Temperaturen wirklich ganz, ganz viel Spaß. Und fair ging es hier natürlich auch zu. Und ich hoffe natürlich hier, dieser kleine Rennbericht hat euch hier gefallen. Wir sehen uns wieder. Bis denn und bye bye.